Wir befinden uns in schwindelerregenden Höhen hier in Spyro The Eternal Knight, oder besser gesagt The Legend. Habe ich auch schon oft gehört, also bei einem The Legend of Zelda Projekt. The Legend of Zelda Skyward Sword, genau. Wenn man sowas so ausspricht. Jetzt bin ich mir nur unsicher, wie wir hier heil und unversehrt runterkommen. Das könnte A, mit diesem Aufzug hier funktionieren, was auch der Fall ist. Oder B, wir springen runter, brechen uns das Genick und freuen uns unseres Todes. Naja, wäre nicht so toll. Also, ich denke mal, es gibt hier kein Krankenhaus an Bord oder ähnliches. Oder überhaupt ein Erste-Hilfe-Koffer. Das werden sie alle nicht dabei haben, die Piraten. Das wäre ja sowas für Nullen oder... Nicht mal für Nullen, das ist einfach nur für Mem. Ja, wer braucht hier Erste-Hilfe-Koffer? Wir haben da unten schon irgendwie so einen Adler gesehen, der in The Dawn of the Dragon, oder in Dawn of the Dragon, schon eine etwas bedeutsamere Rolle spielen wird. Es ist jedenfalls doch ein nettes kleines Easter Egg, auch wenn der Vogel jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ich sag mal, ich weiß nicht. Also, man wird ihn definitiv anmerken oder erkennen in Dawn of the Dragon, aber man wird jetzt nicht so sagen, oh ja, der ist wichtig für die Story, ne? Nee, das wird nicht der Fall sein, von daher lassen wir das auch direkt mal und kommen wir zu unserer oder zu meiner Lieblingsstelle im gesamten Spiel. Wow! 3 von den Affendingern, 50 von den kleinen. Es ist wundervoll und es wird halt auch nicht aufhören. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt hier anstellen werde. Es gibt, ich hole jetzt an allererster Stelle mal die letzte Feder in diesem Bereich. Die müsste sich hier irgendwo oben befinden. Da können wir auch direkt mal hier diesen Spacken zerstören. Ja, komm, lass mich erstmal hier die Kanone zerbomben. Das wird nämlich das Nervigste sein. Ja, vielleicht fange ich auch mit denen hier an. Warum nicht? Die stehen hier so im Weg. La 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 la. Und hier müsste sich eigentlich die Feder befinden. In der Truhe. Ja, okay. Dann haben wir jetzt alle Federn dieses Gebietes. Ja gut, fangen wir wirklich oben an. Das macht ja nichts, ne? Die sind hier alle so komisch am rumhopsen. Normalerweise steht der andere an einer ganz anderen Stelle. Aber gut, ich will mich da nicht festsetzen. Seid ruhig. Oder bleibt variabel. Meinetwegen. Sollt ihr alles machen, was ihr wollt, ne? Hauptsache, ihr bringt mich nicht früher oder später um. Ich kann euch mal versuchen, da runter zu stoßen. Hat jetzt natürlich nicht geklappt, weil ich zu spät gedrückt habe. Okay. Ja, grundsätzlich wären diese Piraten bei mir, bei meiner normalen Taktik immer als letztes dran. Gerade wegen den Kanonen, gerade wegen nervigen Sachen. Aber, komm, jetzt sind wir hier schon mal oben. Das wäre dann immer die letzte Sache, die mich da noch umbringt. So. Gute Nacht, Jack Sparrow. Jetzt vielleicht auch irgendwie hier an den Kanonen dran vorbei. Du kannst auch in die Wand reinschießen. Hab auch kein Problem damit, solange du mich nicht erschießt. So, der nächste ist kaputt. Hier vielleicht noch ein bisschen was nachholen. Ein bisschen was an Energie. Die verschwindet ja nicht. Oh, da ist wieder der Vogel. Ist das jetzt so gewollt oder ist das wirklich nur... Ich glaube, das ist der Vogel. Ich glaube, der Vogel hat auch sogar einen ganz bestimmten Zweck in dem Spiel. Wir werden mal sehen, ob dieser Vogel uns nicht begleitet jetzt zum Ende des Spiels hin. Und wenn doch, dann finde ich das ein echt geiles Easter Egg. Jetzt haut mal alle ab, ja? So, ich quetsch mich mal hier so ein bisschen durch die Massen. Kletsch mich. Ich klitschgumm mich durch die Massen. Nur würde das Klitschko doch ein bisschen besser tun. Da oben haben wir noch einen Heilpilz. Heilpilz. Genau. Super Mario. Ja, wir sind wieder im Super Mario Fieber. Das ist der Heilpilz. So. Und zwar eine Heilmöglichkeit. So an sich hat man jetzt eigentlich recht wenig Heilmöglichkeiten hier. Und ich glaube, es kam sogar noch eine zweite Welle hier nach ran. Was einfach das Problem auch hier ran ist. So, vielleicht auch ein bisschen Energie mitnehmen. Ich bin jetzt so voll im Konzentrationsmodus. Gerade weil das eine nervige Stelle ist. Und falls wir hier sterben sollten, müssen wir alles nochmal von vorne machen. Ich habe es ja schon einige Male angesprochen. Hau ab! Niemand mag dich. Ganz bestimmt dich. Ja? Ich rede ja nur dich an. Hau ab! Hau ab! Jetzt bin ich wieder das Schweinchen in der Mitte, oder wie? Happy Birthday. Scheiße! Okay. Kurzreaktion.
Wir können jetzt alles wieder von vorne machen. Ey, das macht so viel Bock. Ich hatte ja kurzzeitig die Hoffnung, dass wir das ja auch im Anschluss direkt schaffen werden, weil die Karten anfangs doch ganz gut aussahen. Aber das sind halt einfach viel zu viele Affen, ne? Der eine schießt da oben mit Bomben, der nächste wird da seine Totem los. Ja, toll. Das ist geil, das lieben wir. Das hat mich so abgefuckt beim ersten Spielen. Das ist so die Stelle, das ist die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Wenn das nicht die schlimmste Stelle des Spiels ist, dann ist es definitiv eine andere, wo dann noch eine neue Gegnerart kommt, die wir aus A New Beginning kennen und, ja. Ihr wisst, wie ich mich damals aufgeregt habe in New Beginning. Ihr könnt zurückspulen, falls ihr das nicht wisst. Da gab es eine ganz spezielle Reaktion. Ah! Ich überlege ja die ganze Zeit, so vielleicht am Ende des Jahres, so einen kleinen Rückblick zu machen. So ein, ja, im Grunde auch so ein Video für den Kanal-Trailer zu haben. Da könnte man einige Szenen aus Let's Plays nehmen, die dann doch witziger waren oder unterhaltsam waren. Und ich würde da einfach diese Stelle vor allem für das Projekt A New Beginning nehmen, weil das einfach, das hat, ich fand die Reaktion von mir selbst einfach so typisch auf diesen Gegner. Ah, okay. Okay, ich muss dieses Verhalten jetzt nicht deuten, oder? Okay, bleib da unten. Der freut sich sogar, dass sein Freund gerade durch den Boden gefallen ist, ne? Genau, wir freuen uns alle, dass sein Freund durch den Boden gefallen ist. Und dann ist er im Raum darunter gestorben, leider, eines qualvollen Todes, weil er einen Stock weggefallen ist. Ich weiß nicht, das klingt jetzt natürlich sehr hart. Ich will mal gucken, ob man durchglitschen kann, durchschauen kann. Natürlich hat man das so gemacht, dass die Kamera solide ist. Solider als jeder Stein. So, wie machen wir das? Ich würde sagen, kommt mal alle an. Hier, die ganze Truppe. Ich rufe euch mal alle beisammen. Dann mache ich den hier. Komm, mach ihn. Ich mach beides. Ich mach den hier. Dankeschön. Ich schüttel hier, ich weiß nicht, aber ich schüttel hier den. Wie verrückt. Der macht den Schwein nicht. Okay. Okay, Spyro, wenn du sterben willst, dann stell dich in die Mitte, warte es ab. Die Affen werden wahrscheinlich jetzt nicht komplett gestorben sein. Ja, wobei die meisten sind es. Okay. Dafür ist der Schwall dann doch eher gut. Meine Güte, auch wieder so eine kleine Panikattacke, ne? Aber es kommen definitiv noch weitere. Da bin ich mir so sicher. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen untypisch, aber ich erwarte halt auch wirklich das Schlimmste, ne? So, jetzt nur nicht sterben. Jetzt kommt noch eine Gegnerart, die wir sehr gut kennen, aus den Arena-Kämpfen. Die könnten dann natürlich auch nochmal das ausbedeuten. Aber da wir sie hier direkt vor uns haben. Ja gut, ist natürlich so ein bisschen enger hier auf diesem Plateau. Ja, natürlich wollt ihr direkt schießen. Ich bin in der Luft. Du kannst mich nicht in der Luft kriegen, weil die Luft ist rein und dünn. Ja, die Luft ist nicht dünn. Der versucht sich noch an seinem Freund vorbei zu glitschen. Du bist ein netter Freund. Hau ab, Spyro. Gleiche Taktik wie bei den Arena-Kämpfen. Die diesmal anscheinend auch klappt. Und Stampfer. Gut. Souverän. Jetzt bin ich nur noch darauf aus, den letzten zu besiegen. Komm, den schaffen wir auch nochmal. Der ist vielleicht auch ein bisschen aggressiver drauf, jetzt da wir seinen Freund umgebracht haben. Aber komm, das war's. Jetzt kommen noch 50 andere. Genau. Ah, das habe ich nämlich auch nochmal erwartet. Das ist so wundervoll. Ah, ich liebe diese Stelle. Der Vogel, der Adler. Die Fliegedinger kommen. Also die Mistflieger kommen. Versuchen wir mal hier alles zuzubomben. Ich weiß nicht, ob da oben jetzt schon auf ist. Also der Gegner, der ist ja jetzt gerade durch den Raum geglitscht, also durch den Boden geglitscht, hat eventuell... Natürlich nicht. Ja, und jetzt wäre es vor allem recht unmöglich gewesen, hier zu überleben. Mit den ganzen Captains da oben. Es gibt ja 3 Stück. Auf einem Schiff. Schon echt heftig. Weil jetzt natürlich auch richtig die Post abgeht.
So, lasst mich mal hier alles machen. So, und jetzt kommt die entscheidende Bombe, die uns einen Weg nach unten beschert, in die Kapitänskajüte. Naja, eigentlich noch nicht. Also ich bin hier noch nicht fertig. Ich will jetzt eigentlich auch schon wirklich hier aufräumen, wenn ich das so sehe. Sind ja gar nicht mal so viele. Wobei, wenn das so kommt, dann hau ich doch lieber ab. Na komm, einmal noch drauf. Oder noch einmal, komm. Einmal und noch einmal, komm. Ja, komm, wir ziehen so gerne durch. Komm, nochmal durchziehen. Und nochmal durchziehen. Wir kriegen dafür auch immer wieder Energie. Geistesenergie, das ist immer eine schöne Sache. Ja, komm. Wir kommen ja gleich sowieso am Ende des Bereichs an. Hatten auf dieser... Auf dem Schiff hatten wir ja noch gar keinen Bosskampf. Nö. Nur drei Stück. Plus einen recycelten. Eine. So, bist jetzt endlich mal fertig hier. Du dürftest auch immer mal tot sein. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte deiner Gattung. Tschüss. So, das dürfte jetzt alles hier gewesen sein. Geistesenergie haben wir wieder. Wir gucken mal, können wir wieder ein bisschen was auf der neuen Stufe erhöhen? Ja, komm, geben wir mal wieder den Feueratem etwas hinzu. Bringt natürlich jetzt insgesamt recht wenig. Aber wir haben die Stelle wenigstens geschafft. Aber auch nur mit Mühe. Na gut, wir sind einmal gestorben. Ja, komm. Und da das hier sowieso nicht blind ist, ist es sowieso nicht so... Ja, es wäre tragischer gewesen, ne? Es hätte tragischer sein können. So, der Vogel ist immer noch davon. Jetzt hat man eigentlich so die Möglichkeit, den doch recht gut zu erkennen. Das ist aber immer ein Vogel in einer Szene. Und der verfolgt uns. Wir werden mal drauf achten, ob dieser Vogel uns komplett im Spiel folgt. Mann, sieh dir nur das ganze Zeug an. Oh, klar. Lass dir ruhig Zeit. Zieh dich ruhig um. Ist ja nicht so, als würden wir gleich in den Tod stürzen in einer riesigen brennenden... Schon gut, ich hab's kapiert. Wir suchen die Karte. Einen Schritt vor dir, Kumpel. Na, wenn das mal nicht die lila Gefahr ist. Du hattest doch wohl nicht vor zu verschwinden. Ja, wir haben noch ein Hütchen zu rupfen, du Dummbatz. Hey, wen nennst du hier Dummbatz? Dich, du Blödmann, dich! Ich finde es erstaunlich, wie viel Ärger du uns bereitet hast. Daran seid ihr selbst schuld. Du lässt es zu, dass er so mit dir redet, du Dunstnase? Halt die Klappe, du Idiot! Kanone abfeuern! Okay, jetzt wird es ernst gegen die zwei Papageien und Scab selber. Das kann ja nur... Ja, ich weiß nicht, wie es wird. Das kann ja nur gefährlich werden, das kann ja nur brutalst werden. Wir werden mal noch ein bisschen zuschlagen, bis Scab mal wieder seine Möglichkeit eingepackt hat. Also kämpfen wir jetzt gegen Scab selber und nicht in einer Arena. Runterfallen ist natürlich hier auch wieder sehr schlecht. Scheiße, aber ich habe den Kampf gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Hier waren noch die Edelsteine vom Typen, der da gerade eben runtergefallen ist. Auch nett. Scheiße. Okay. So, da hat er sich wieder festgehangen. Jetzt können wir den wieder ein bisschen draufhauen, aber ansonsten hat man hier nicht unbedingt die Möglichkeit auf einen guten Umgang, einen guten Umgangston. Komm. Schieß mal wieder. Okay, der muss sich wirklich an einer dieser Türen heften. Ja, komm. Mach ruhig, Scab. Wir warten alle. Okay, der muss wirklich am Rande der Arena schlagen. Ich habe gedacht, das würde auch gelten, wenn er einfach so irgendwo hinzielt. Aus Jux und Trollerei. Ah, natürlich hat er uns jetzt nochmal getroffen. Jetzt fängt er an, mit seinen Kanonen rumzuschießen. Sogar seinen eigenen Schreibtisch zu zerstören. Scheiße. Der haut uns nochmal noch richtig mächtig eine mit. Wir sollten darauf achten, dass seine Waffe irgendwann mal aussetzt. Jetzt zum Beispiel. Jetzt können wir ihm auch schön ein paar Sachen mitgeben. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. So ein bisschen zu früh, aber ist mir ja auch egal, ne? War es ja so artig dieses Jahr, Scab? Können wir ruhig mal zulassen.
Ja, diese hirnlose Marionette muss natürlich den Affen, muss natürlich den, hier diesen Papagei nochmal trauen. Ah, komm mal. Jetzt hat er wieder die Möglichkeit gefunden, uns glücklich zu machen. Schnell weg. Ich glaube, seine Waffe ist wieder geladen. Naja, so an sich ist ja mit der Drachenzeit alles in Ordnung, ne? Wenn wir weiter so nach dem Verfahren gehen. Der hat leider auch nur... Ich denke immer, seine Waffe ist kaputt. So, komm, komm, lass mal seine... Ja, dankeschön. Ich denke immer, seine Waffe ist kaputt. Ja, Skep hat natürlich nur zwei Phasen. Das heißt, der natürlich ist ein bisschen schade vielleicht, aber so an sich können wir ja mit leben. Und danach geht's weiter mit der Story. Vielleicht sogar ein bisschen weiter in ein neues Gebiet. Ja, wer weiß, was wird es sein? Vielleicht wieder ein richtig tolles Setting. Ja, ich finde sowieso, dass diese Welt hier so ein richtig tolles Setting hat. Also im Grunde der Bereich. Dieses Piratenschiff. Das hat mich damals auch schon so richtig so fasziniert. So von wegen, boah, Piraten und so, ne? Klar. Das denkt man sich als allererstes bei so einem Spiel. Wenn man sich mal so vorstellt, wie viele oder wie wenig Spiele es eigentlich gibt, bei denen wirklich so richtig Piraten bei... Oder wo so ein Piratenschiff so umgesetzt wird wie hier. Hier trennen sich unsere Wege. Adieu, ihr Dummbatze! Was zum... Wie ist das nur möglich? Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Wir folgen ihnen, ja? Warte, habe ich das gerade laut gesagt? So, das war's auch wieder von Spyro the Eternal Knight. Ich wollte gerade noch was zu Ende sagen. Und zwar gibt es ja eigentlich relativ wenig Spiele, wo man so ein Piraten-Setting hat. Und wo es gerade so umgesetzt wird. Klar, es gibt dann so Spiele, ab und zu gibt's halt natürlich solche Piraten-Settings. Aber dann habe ich das so Gefühl, das wird nicht so richtig spannend umgesetzt, sondern eher so, ich weiß nicht, eher so ein bisschen... Keine Ahnung, dann ist es... Also ich erinnere mich so in Skyward Sword, da war alles eher so ruhig gehalten. Da konnte man ja die Zeit ändern und da war das jetzt nicht wirklich... Das war ja noch nicht mal grundlegend so ein richtiges Piratenschiff. Andere Spiele... Mir ist gerade noch was anderes in den Sinn gekommen, ein anderes Spiel. Ja gut, fällt's mir natürlich nicht ein. Auf jeden Fall war's das für diese Woche von Spyro the Eternal Knight. Beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen in der Piratenflotte. Und dann werden wir auf einzelne Piratenschiffe reisen müssen, um Skep zu finden und ihn zu besiegen. So, natürlich, die Karte nehmen wir ja nicht mit oder sonst hier was. Nee, ganz blind verfolgen wir ihn jetzt. Ich denke mal, das große Schiff ist schon längst ins Wasser gefallen, schon längst, ja, gesunken. Wobei, sinkt ein Schiff so schnell? Ich kenne mich damit nicht so unbedingt aus, ne? Ich war nicht damals live auf dem Titanic mit bei. Das kann ich nicht beurteilen. Okay, das war's. Tschüss und bye bye.